Das ist einfach unglaublich viel Leute. Also, es gibt sehr, sehr viele Leute, die unglaublich anders lernen, als typischerweise man lernt oder viele Leute lernen. Und die Kinder sind ja auch alle in unterschiedlichen Entwicklungsstufen, ne? Also auch wenn sie im gleichen Jahrgang sind, das hat überhaupt nichts zu heißen. So. Wobei ich das ein bisschen schwierig finde, das beobachte ich auch bei meinen Schwestern. Ich habe ja einen Neffen und eine Nichte, die sind gerade mal 1,5 Jahre auseinander. Also wirklich eng beieinander, meiner Meinung nach. Das Problem ist, der Große kriegt auch ganz oft zu hören, er wäre der Große, wo ich da meine, und die Kleine wird dann sozusagen weniger bestraft oder weniger ausgeschimpft oder wird halt weniger hart rangenommen oder weniger hart beurteilt. Wo ich mir so denke, die sind nicht so weit auseinander. Und 1,5 Jahre später wird der Große immer noch für den gleichen Scheiß bestraft und die Kleine immer noch nicht richtig bestraft, obwohl sie das Gleiche nochmal machen. Ja. Und gerade jetzt, die sind beide schon in der Grundschule und sowas, der Unterschied ist nicht so groß von der geistigen Entwicklungsstufe, weil meiner Meinung nach ist sie ein bisschen schlauer als er. Ja, siehst du, das ist ja auch so eine Sache. Also, ich meine, guck mal, ich hatte zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, der hat mit, Gott, der hat mit 17, 18 erst angefangen, überhaupt irgendwie sich für Frauen zu interessieren, während ich da mit 11, 12 schon geguckt habe, ne? Also, Für Frauen. nee, für Männer. Aber, also, Alter sagt halt auch einfach gar nichts über so eine Reife aus, ja? Also, jemand, der jünger ist, kann auch reifer sein als jemand, der älter ist. Und es ist dann irgendwie so pauschal zu sagen, Kinder mit 8 behandle ich so und Kinder mit 9 behandle ich so. Und das ist für alle Ja, wobei, gleich und. aber wenn du halt in dem Beruf arbeitest und irgendwie keine Ahnung, wobei du als Kindergärtner hast du wahrscheinlich noch jeden Tag fast die gleichen. Also da ändert sich irgendwie einmal im Jahr ja normalerweise was. Ja. Aber gerade so als Lehrer, wo du am Tag mindestens 100 Schüler vor dir sitzen hast, kannst du dir wahrscheinlich nicht alle in einer sinnvollen Art und Weise zurechtlegen, wie du mit wem umgehen musst. Nee, das vielleicht Denke nicht, ich. aber halt vielleicht zumindest mit einer Klasse oder sowas. Ja, wenn du ein Klassenlehrer bist, ja, aber gibt ja trotzdem Leute, die halt keine Klassenlehrer sind und die eine Klasse einmal in der Woche sehen und, ne, Ja, gut. dann trotzdem jeden Tag Unterricht haben und irgendwie da, keine Ahnung, 20 Klassen haben, die sie quasi pro Woche sehen. Ich glaube, als Lehrer ist es sowieso sehr schwierig, pädagogisch korrekt zu handeln, weil du einfach viel zu viele Schüler hast und viel zu wenig Zeit und dann musst du ja auch noch Unterrichtsstoff vermitteln. Also es ist irgendwie. Im Zweifel hast du auch zu wenig Einblick tatsächlich. Davon Also mal ganz abgesehen. in die privaten Zustände von den Familien oder Kindern oder was auch immer. Ich Also habe sind einen das viele Kumpel, der Eier. ist Grundschullehrer, also der ist sehr, sehr engagiert und so und der versucht auch wirklich halt quasi so jeden Schüler mitzunehmen, was halt auch nicht immer gelingt, ne? Weil wie gesagt, es sind halt sehr unterschiedliche Kinder und der ist dann immer total frustriert, wenn er da irgendwie Sachen dann nochmal erklärt und nochmal Arbeitsblätter macht und nochmal irgendwie neue Ideen entwickelt und die raffen es halt dann immer noch nicht. Und dann haben wir auch schon gesagt, das ist, du musst bedenken, die hocken bei dir vielleicht 5 Stunden die Woche oder sowas, ja, oder Muss beziehungsweise als Klassenlehrer Pastinaken zu. ernten. Ich bin jetzt gerade schon dabei, keine Sorge. Ja, also die sind die überwiegende Anzahl ihres Lebens nicht bei dir. Du hast einfach nicht alles in der Hand. Ja. Also, und er hat auch gemeint, man merkt schon ganz genau, bei welchen Familien die Eltern mitlernen und bei Menschen nicht. Hallo, Missy. Ja. Wobei es natürlich auch Familien gibt, wo die Kinder einfach schlau genug sind, um durch die Schule einfach so zu kommen, dass die Eltern viel machen müssen. Außer mal nachfragen, wie es läuft. Klar. Also, Also, das da ist gibt dann es halt auch ja eine auch wieder Glückssache, ne? unterschiedliche Leute. Also zum Beispiel bei meinem großen Neffen läuft zum Beispiel Mathe gerade nicht so gut, das weiß ich. Wohingegen es bei mir eigentlich nie ein Problem war. Also irgendwie Matheaufgaben und sowas. Ich habe, glaube ich, ab und zu mal eine Projektarbeit vergessen. Irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, Blätter trocknen für eine Bioarbeit. Sowas, was über längeren Zeitraum ist, ist halt gar nicht meine Stärke. Aber alles andere, so in Arbeiten, musste ich halt nie viel lernen und deswegen war das immer nicht so ein Problem. Gut, in der Grundschule war das für mich auch kein Problem. Ich Habe ich rede schon nicht von der angefangen. Grundschule, ich habe auch für mein Abi quasi nicht gelernt. Okay, beim Abi hat es bei mir angefangen. Mit der Mittelstufe war es so durchschnittlich, mal von Französisch abgesehen. Da bin ich irgendwo, habe ich irgendwann den Faden verloren gehabt. Also ich habe Französisch abgewählt und ich habe Mathe-Englisch-Leistungskurs gemacht. Mathe habe ich in der 11. und der 12. Klasse, wir haben ja nur 12 Jahre gehabt, ich weiß nicht, ob das bei euch damals auch schon so war. Nee, wir hatten 13. Ich habe in der 11. und der 12. immer Mittwochnachmittag so eine Art Arbeitsgruppe gemacht, wo wir zusätzliche Abi-Aufgaben gelöst haben und das sozusagen immer eine Woche hatten zum Vorbereiten, dann Lösungen präsentiert und so weiter. Also ich habe mich damit jede Woche mindestens nochmal extra 90 Minuten beschäftigt. Und das war nur Da die habe ich keine Arbeitsgruppe. Freunde. Meine Freunde waren dort. Ja, Also gut. ohne Witz, meine Freunde waren dort. Ja, nee, ich hatte halt keine. Ach so, Also nee, es war einfach, da konnte jeder hingehen. Es war eine Arbeitsgruppe, war eine nee, Arbeitsgemeinschaft, hatte ein das Mathelehrer von gab's uns nicht angeboten. bei uns.
Also hat einer unserer Leistungskurs, sozusagen Klassenlehrer in der 11., 12. Klasse hat das gemacht und da konnte es halt auch von dem anderen Leistungskurs hingehen. Nee, wir hatten Schulrivalitäten und die Leute, die miteinander gelernt haben, die Arbeiten im Übrigen auch schon vorher hatten, waren von einer anderen Schule und die haben sich einen Scheißdreck für uns interessiert. Ja, aber der Mathe-Leistungskurs. Und bei euch gab es keinen Mathelehrer, der irgendwie Bock hatte, Leuten mehr gut beizubringen, wie sie durchs Abi kommen. Nein, weil die... Also, unser Mathelehrer, ja, gleichzeitig der Direktor der Schule. Hm? Und der Direktor der Schule hat ein immenses Problem gehabt, weil der hat ein Gymnasium mit gymnasialer Oberstufe gehabt. Und es gab noch ein anderes Gymnasium, das nur eine Mittelstufe hatte, und das war Mainz. Und Mainz war einfach... Was ist der Unterschied zwischen Oberstufe und Mittelstufe? Du hast Mittelstufe bis zur 10. Klasse und Oberstufe ist das Abitur. Und nicht jedes Gymnasium hat auch automatisch eine Oberstufe. What? Also bei uns, tut mir leid, bei uns hat jedes Gymnasium in der Oberstufe. Es gibt kein Gymnasium, das keine 11., 12. Klasse hat. Das gibt's bei uns halt schon, weil einfach... Es gehen ja nicht alle von der 10. halt direkt in die Oberstufe. Es gibt ja auch... Doch, wenn du aufs Gymnasium gehst, gehst du automatisch in die 11., 12. Klasse auch. Nee, du gehst nicht nach der 10. vom Gymnasium ab bei uns. Das geht nicht, da gehst du auf eine andere Schule. Wir hatten auch einige, die sie nach der 10. haben, die da eine Ausbildung gemacht und sind dann nicht auf die Oberstufe gegangen. Das geht bei uns gar nicht, weil du hast keinen Schulabschluss. Doch, das kriegst auch du. Also es ist in Hessen auf jeden Fall so, dass du dann automatisch, wenn du die 10. Klasse abschließt, auf dem Gymi hast du deinen Realschulabschluss. Bei uns nicht. Bei uns gab es so ein Ding, von wegen, wir haben ein paar Prüfungen gemacht, dann haben wir irgendwie auf dem Zeugnis, waren wir der erste Jahrgang, stehen gehabt, gleichgestellt mit Mittelschulabschluss oder sowas. Ja, genau. Das stand bei uns aber lustigerweise dann am Ende nicht auf dem Zeugnis. Das ist auch irrelevant, weil wir das nicht brauchten. Seltsam. Aber nee, bei uns gab es halt die Option dazu. Das sollten wir der erste Jahrgang sein und vorher gab es das nicht. Vorher war es immer, entweder gehst du aufs Gymnasium und musst Abitur machen, du hast keine andere Wahl, oder du musst die Schule nochmal wechseln in der 10. Klasse, um den Mittelschulabschluss zu machen. Nee, das war bei uns tatsächlich nicht so. Du konntest, also es gab zwei Gymnasien gerade in der Gegend und da das eine hatte eben eine Oberstufe und das andere nicht. Und die Leute, die dann halt, die konnten dann alle sowohl von dem mit Oberstufe als auch ohne Oberstufe nach der 10. entscheiden, okay, mache ich jetzt weiter, mache jetzt mein Abitur oder gehe ich halt eben in eine Ausbildung oder sowas. Und wenn du halt, hallo lieber Matze, wenn du halt bei uns dann, also wenn du dich jetzt in meiner Mittelstufe entschieden hast, dazu in die Oberstufe zu gehen, musstest du halt die Schule wechseln. Und da kam eben das eine Gymi in Frage, weil das in der Nähe war. Es gab aber auch noch welche, die waren weiter weg. Also am Ende war der eigentlich eine Mittelschule fertig. Also im Prinzip ja, ist halt ein Gymnasium, ist keine Realschule gewesen. Ja, bei uns, was bei euch wahrscheinlich Realschule heißt, haben wir immer Mittelschule genannt, weil die halt nur eine Mittelstufe hatten und danach einen Abschluss hatten für die Ausbildung. Also bei uns gab es lange keine Realschule bis, keine Ahnung, kurz nach den 2000ern. Vorher gab es nur Mittelschule und Gymnasium. Okay. Also das hieß bei uns nicht Realschule. Real, Hauptschule und, also bei uns Hauptreal, Gesamt und Gymnasium. Und bei dem Gymnasium, wie gesagt, also... Gibt es auch nicht oft, aber das ist halt bei uns im Kreis, das ist ja keine richtige Großstadt. Also es gab halt viele, die dann, wie gesagt, einfach vor 10 aufgehört haben, da haben sich keine 2 Oberstufen gelohnt. Ich glaube, das rührt bei uns auch so ein bisschen aus dem DDR-Ding her, weil da gab es halt Mittelschule und Oberschule. Da hast du halt dort immer die Schule gewechselt für die Oberstufe, meines Wissens nach. Also du hast auch in der DDR hast du 1. bis 8. Klasse in der gleichen Schule gemacht, meines Wissens. Auch in der gleichen Klassenzusammenstellung, wenn nicht jemand sitzen geblieben ist. Okay, nee, das gab's bei uns ja nicht. Zumindest erinnere ich mich so, dass meine Eltern mir das so erzählt haben. Und entsprechend hat es wahrscheinlich bei uns noch eine ganze Weile gedauert mit der Umstellung dann auf Realschule, Gymnasium. Das kann natürlich sein, ja. Naja, um mal zu meinem Problem zurückzukommen. Also, wir hatten halt es gab halt die LBS und die PDS. Und die LBS hatte eben nur die Mittelstufe und die PDS die Oberstufe auch noch dazu. Und die LBS hat einfach ein bisschen eine andere Pädagoge gefahren als die PDS und dadurch wurde die LBS immer beliebter. Also in dem Jahrgang, als ich in die 12. gekommen bin, gab es 7 5. Klassen an der LBS und 3 5. Klassen an der PDS. Also die LBS war neu und hat so langsam der PDS so ein bisschen den Rang abgelaufen. Und ich hatte halt als Mathe-LK-Lehrer den Rektor von der PDS, die halt eben ein bisschen unbeliebt den Rang abgelaufen bekommt. Und deswegen hatte dieser Rektor sowieso schon mal so ein bisschen... Sag mal, er würde das nicht zugeben, aber ich glaube, er hatte von Anfang an so ein bisschen im Kopf, dass die Leute, die von der LBS kommen, ja jetzt schlechter abschneiden müssen. Einfach aus Prinzip. So. Und das war auch tatsächlich in dieser Klasse der Fall. Also wir LBSler haben ziemlich abgestunken. Was allerdings... Moment mal, der Mathelehrer war der von der neuen Schule, die Oberstufe hatte?
von der alten Schule. Die alte Schule hatte immer schon die Oberstufe. Und dann haben wir sie halt nochmal ein Mittelstufengymnasium gegründet. Das ah, okay, hatte. Jetzt. Mhm. Genau. Und das wurde halt immer beliebter. So. Und als ich dann halt in diesem Mathe-LK saß, die Leute, die halt schon von Anfang an bei ihm von der Schule kamen und sowas, da gab es eine, die hatte eine Schwester, die bei ihm auch schon Matheunterricht hatte. Und die hatten die Klausuren zum Teil vorher. Das heißt, die haben alle wahnsinnig gute Noten geschrieben. Aber das heißt ja, dass der Typ dumm ist und seit irgendwie mehreren Jahren die gleichen Klausuren schreibt. Sehr richtig. Und die Boah. Haben dann halt entsprechend gut abgeschnitten. Was aber ihm, glaube ich, auch sehr gut gefallen hat, weil ja nur die Leute schlecht abgeschnitten haben, die nicht von seiner Schule kamen. Ne? Also wir kannten ja halt die neuen Leute noch nicht und die kannten sich aber ja schon alle untereinander. Ja, und dann haben wir halt immer so ein bisschen die schlechten Noten geschrieben und die haben immer die guten Noten geschrieben und mein Mathelehrer war dann halt eben, oder beziehungsweise der Rektor war dann sehr selbstgerecht und dachte sich dann vermutlich, boah, cool, wir kommen ja alle von der anderen Schule, haha, die sind schneiden alle viel schlechter ab, das bestätigt so ein bisschen, dass meine Schule so die geilere ist. Und dann hat er da auch nicht viel dagegen unternommen. Und dass sie die Klausuren schon vorher hatten, habe ich im letzten Halbjahr in der letzten Klausur erfahren, als ich mit denen endlich genug befreundet war, um die auch mal sehen zu dürfen. So. Das war halt Hallo. Relativ bitter. Hallo Felix. Siehst du, und bei mir wurden zwei Gymnasien zusammengelegt in der 11. und 12. Klasse und es hat ungefähr 2 Wochen gedauert, bis wir quasi übelst dicke Freunde waren. Nee, das war bei uns war es irgendwie immer so ein gewisser Konkurrenzkampf, ich weiß nicht. Aber es gab dann auch übergreifende Freundschaften, aber halt, ich war in der Schule eh nicht beliebt. Ich hatte meine Freunde alle nicht in der Schule. Also ohne Witz, unsere Klassen wurden halt durcheinander gewürfelt, also die Klassen wurden nicht getrennt bei uns, wo wir die Schulen zusammengeführt haben, weil es halt Übergang 10. 11. Klasse war. Da wurde ja eh alles durcheinander geschmissen. Und dann haben sich so schnell neue Klicken mit den Durchmischten gebildet, so schnell konntest du gar nicht gucken. Nee, das gab es bei uns auch, aber wie gesagt, ich hatte halt zu dem Zeitpunkt auch schon die meisten Leute eher in einem Jahrgang über mir als Freunde. Und mit den Leuten in meiner Klasse, ich konnte mit denen nie was anfangen. Das ist in der Mittelstufe schon sehr wenig. Ich weiß nicht, immer die Leute, die bei mir in der Klasse waren, mit denen hatte ich einfach keinen guten Draht. Ich war in der Mittelschicht von wir hatten Hierarchie in der Mittelstufe. Wir hatten keine Hierarchie, bei uns gab es nur Klicken und das war's. Willkommen ja, zurück, Wicked. Bei uns gab es die Coolen, die Mittelschicht und die verprügelt wurden. Bei Prügeln sind wir schon durch mit dem Thema gerade. Bei uns gab es die Coolen und die Uncoolen. Also eigentlich gab es bei uns die Coolen und die Außenseiter. Ich war immer bei den Außenseitern, aber die Außenseiter waren eigentlich viel cooler als die. Aber bei uns gab es auch so ein bisschen Außenseiter, aber auf der anderen Seite waren die Außenseiter halt wieder in der Clique und deswegen nicht mehr so richtig Außenseiter. Ja, so in etwa war es bei uns dann auch. Das meine ich. Das war halt dann, ja. Ich meine, ich habe ja. Ja, ich habe zum Beispiel meine halbe Mittelstufe, wir hatten einen Tisch. Das war ganz witzig. Da saß ich dran. Dann meine beste Freundin, die dann leider von der Schule abgehen musste. Dann ein Mädel, das als Streberin oder als Schleimerin der Klasse bekannt war. Dann eine, die in einer Lautstärke mit 15 von ihren sexuellen Erlebnissen erzählt hat, dass ich meine Mathelehrerin nicht mehr verstanden habe. So. Was? Ach, ich habe die Frau geliebt. Die kam eine halbe Stunde zu spät morgens zum Unterricht, läuft so an der Lehrerin vorbei, setzt sich zu uns und dann aber auch wirklich in der normalen Lautstärke, ne? Nicht irgendwie flüstern oder sowas, so, oh, Leute, wisst ihr, warum ich heute zu spät bin? Der Suat hat mich wieder geleckt. Das war so geil. Und dann hockst du da so, okay. Too much information. Das hat ich so oft gemacht. So, und dann ist er. Die hat es so oft getrieben, das kannst du schon sagen. Ja, dann haben wir seinen Sperma nicht mehr gefunden im Badezimmer meiner Eltern und es war voll peinlich und keine Ahnung was, deswegen konnte ich nicht früher los. Und also, die hatte Storys drauf. Ja, ich weiß nicht, was sie sich davon alles zusammengedacht hat. 1:20 Uhr. Was? Ja, ich bin im Bett. Also, nee, ich schlafe beim Felix. Ich war echt lustig mit der Frau. Die hatte auch immer. Die hatte einen Dekolleté an, da konnte sogar ich nicht weggucken, das war echt spannend. Also, du hast den Geburtstag deiner Frau übrigens verpennt oder verpasst. Ja, mein Gott. Zu spät. Ich habe aber mit meinem Heiratsantrag auf dich gewartet. Also, naja, also die saß an uns am Tisch und dann noch zwei Kifferinnen. Geil. Bist du? Und ich saß ganz oft allein am Tisch. Ich hatte immer Spaß mit denen. Ich war ja eigentlich eher die Brave, aber ich hatte immer so, ich meine, waren coole Leute, ne? Jetzt oft allein am Tisch, wie hier. Achso, beim Kabinenessen oder was? Nö, oh nein, im Unterricht. Im Unterricht. Kann ich meinen Antrag machen, wenn es regnet? Wir hatten halt gerade in den naturwissenschaftlichen
Räumen hatten wir sehr große Räume, die wohl wahrscheinlich locker 40 Leute reingepasst haben. Und wir waren normalerweise Klassen zwischen 20 und 30. Und dann hat es da halt auch Leute, die solo gesessen haben. Und einer davon war ich ziemlich häufig. Freiwillig, ich hab oder? Mich zu dir gesetzt. Ich hab tatsächlich, ich hab das genossen, hab ja dann Platz gehabt, schön überall, und keiner hat mir ins Ohr geplappert und ich konnte in Ruhe aufpassen, das war eigentlich relativ angenehm. Ich hatte ab der 5. einen Rohrer neben mir sitzen. Boah, also das hätte ich ja. Boah. Da weißt du, warum ich das mache, was ich mache. Du könntest einfach auch mit rauchen. Ein Raucher. Einfach. Ja, ein Raucher. Also aus einer Raucherfamilie, und der hat dann selber schon mit 15 geraucht. Ja, ja, die Kiffer bei uns ja dann auch. Die waren auch aus einer Kifferfamilie, sagst du? Nee. Aber die eine hat sich halt auch richtig krass gefangen. Das war echt cool. Die ist in der 8., glaube ich, war die kurz davor, nicht versetzt zu werden. Also ganz viele Vieren und in Mathe auch eine 5 und alles. Über die Physik, Celi. Bis später oder so bis bald. Vom Saurus zu Paulus. Ich weiß nicht, die kam zurück und hat nur noch 1er geschrieben. Okay. Wir waren dann auch ein richtig gutes Team, weil sie... keine Ahnung, sie hat halt gemeint, sie nervt es, wenn Leute sie in der Arbeit ansprechen, was mich auch genervt hat. Ich mochte es nicht, wenn dann Leute zwischendurch was fragen. Also haben wir dann immer zusammengesessen. Und dann war so quasi so ein bisschen so ein Abschreiben ist erlaubt bei beiden, aber wir reden halt nicht miteinander. Und damit konnten wir uns irgendwie sehr gut einigen. Wie könnt ihr euch während einer Arbeit ansprechen überhaupt? Ich hasse das. Das geht ja nicht wirklich, aber es kommt dann trotzdem so. Psst, psst. Hä? Was hast du bei Was habt denn ihr für Lehrer gehabt? Ja, je nach Lehrer ging das. Meinen meisten ging es aber nicht, und deswegen habe ich es gehasst. Ich gehe dem Sebastian einen Antrag machen, wenn es wieder schönes Wetter ist. Der mag das aber regnerisches Wetter. Der ist eh so ein Typ, der die ganze Stimmt Zeit... eigentlich. Das ist ein Punkt, du hast recht. Das ist romantisch. Ich mach ihm im Regenwetter einen Antrag. Das ist eben nicht romantisch, weil er das romantisch ja nicht mag. So dieses typische, kitschige... Ja, aber wenn ich ihm jetzt im Regen einen Antrag mache, das ist ja schon seine Romantik. Das ist ja nicht irgendeine Romantik. Was ist denn los, Kira? Willst du ein Leckerli haben? Jetzt war ich bei einem anderen Lecken. Ups. Leckerli. Nicht ja, Leckerli. Aber ich hab nur. Ich mein, kennst du es nicht, wenn dein Gehirn schon so Sachen, was andere sagen, vervollständigt, wenn du, während du das hörst, und ich hab halt leckt und war da, dachte mir gerade, also, ne? Meine Freundin hat heute beim Umzug, hat die gesagt, nageln ist besser. Ich so, das ist klar. Morgen wird ein sonniger Tag, Lumi. Beim Schrank aufbauen waren wir da gerade. So, ich mache jetzt einen Antrag. Ihr habt mich überzeugt, dass es bei Regenwetter passieren muss. Jetzt müssen wir mit. Wo bist du? Ich hab nämlich... Nein, ich will das romantisch alleine machen. Bleib weg. Ich will nur von ganz weit weg zugucken. Wo ist Sebastian? Der muss irgendwo da oben rumchillen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, Felix, was ist los? Ich hab nämlich gestern ein bisschen mein Maul zu weit aufgerissen und hab gesagt, ja, die Trabi-Reifen kann ich fahren und... So, ich dann hab ich mich quasi... Gehört? Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wo es geht. Oh, dann habe ich mich quasi selbst auf den Umzug eingeladen. Mach das jetzt per Hand. Achso, du mutest dich. Ich will wirklich zugucken. Ja, nee, ich durfte bei dir auch nicht zugucken. Hey, klar durftest du zugucken, du warst doch nie da. So, ich mute dich jetzt. Jetzt lass mich meinen Antrag machen. Ich will mit. Mano. Was ist denn, Kira? Wo ist jetzt, denn dein Tischtennisball? Ah, hier ist doch Sebastian. Hä? Ah, wo ist denn Lumi, wenn Sebastian hier rumläuft? Ja, anscheinend nicht bei Sebastian. Das ist ja gut. Aber, ja, muten, das ist Instant Karma, sagen. Ich glaube, sie hat diese Sequenz schon. Der läuft wahrscheinlich einfach nur weiter, weil das Multiplayer ist und der dann ja nicht stehen bleibt, wenn du mit jemandem redest. Ja, meine Vermutung. Aber wenn es regnet, muss ich angeln. Ach, meine Freundin hat gesagt, Schrauben ist besser als Nageln. Und da habe ich dann irgendwas drauf geantwortet. Ich finde Nageln besser. Ja, ich auch. Vor allem ist es einfacher. Einfach reinhämmern und fertig. DLRH, wie das bei Jodel halt. Den Loris reinhämmern. Oder auf sächsisch Deng den Eumel neiknietschen. Uff. Uff. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Wir hatten die Diskussion bei Jodel mal halt... ja. Und da habe ich dann gesagt, na, eigentlich müsste es dann Deng heißen, den Eumel neiknietschen. Wieso habe ich denn heute... Ach, heute habe ich wohl Pech, oder was? Scheinbar. Oh, jetzt habe ich mal wieder einen Fisch an der Angel. Hast du eigentlich mal mit Hand von der Angel? Die Fiberglasangel. Gut.
Warum? Müsste die Beste sein. Nee. Nicht? Nee. Iridiumangeln habe ich, Entschuldigung. Ja, das ist die Beste. Stimmt, ist ja auch lila. Warum kann ich keine Apple aufnehmen? Ich habe heute die Entwürfe für meine neuen Emotes gesehen. Ach, das wird knuffig. Die Entwürfe, lässt du die machen oder was? Ich lasse jetzt mal von jemandem wirklich professionell machen. 3 Stück. Unternehmen oder? Nö, jemand, den ich kenne, über Twitch tatsächlich. Und die halt selber viel so zeichnet und sowas und halt auch anbietet, dass man Emotes von ihr kriegt. So, jetzt habe ich so viel abgeerntet im... Oh, Lumida hat sich mit Sebastian verlobt. Sebastian. Sebastian. Wenn du schon Deutsch bist, dann kannst du auch Deutsch den Namen aussprechen. Sebastian. Sebastian. Kann man das leider mit aufziehen. Das kam alles in die Truhe, alles was Sterne hat, ne? Und das normale wurde aufgehoben. Goldstein wurde verkauft. Ja, Goldstein wurde verkauft und Silberstein ja auch, oder? Ja, aber du hast gesagt, was kommt in die Truhe? Alles was Sterne hat. Also gerade neben, eben nicht das, was Sterne kommt in die Truhe. Sondern, ach, du meinst die Verkaufstruhe? Ja. Ja, ja. Es war irgendwie nicht so schön, wie ich das erhofft hatte. Vor allem ist Sebastian währenddessen weitergelaufen von dir weg. Weil der ist bei mir vorbeigelaufen. Ja, du... soll ich dir was sagen? Ja, sag mal. Okay, pass auf. Während ich mich rausgetappt habe, um euch zu muten, ist er einfach weggelaufen. Und jetzt muss ich ihn erst nochmal suchen. Hat er keinen Bock quasi. Ja, kurz nachdem du dich gemutet hast, ist er bei mir vorbeigelaufen. Aber ich habe gesagt, dass ich gerade hier, wo ist ein Lumi? Und dann bin ich runtergegangen zum Strand. Ja, und weil ich wusste, dass er dort ist und habe ihn angesprochen. Und das Erste, was er zu mir sagt, ist... Den Ozean genießt man am besten alleine, findest du nicht? Das ist ja mal ein Korb vom Feinsten, aber er hat meinen Heiratsantrag trotzdem angenommen. Hallo Flower Grower! Eigentlich müsste er, wenn er das sagt, vorher den einfach nicht annehmen. Das wäre so super. Ich denke, sag mal, was habt ihr denn hier eigentlich romantischen Sex am Strand, romantisches Rumgefummel am Strand? Ich habe ihm einen Heiratsantrag gemacht, ich wollte ihn nicht knallen. Rumgefummel bei Regen am Strand, das stelle ich mir aber schwierig vor. Das ist irgendwie ein bisschen kühl. Romantisch vor. Vor allen Dingen dann auch auf Sand, der überall rumklebt und boah, nee. Scheide dann und... Einmal Sex im Meer, musst ja nicht, war ich eine Woche erkältet. Du musst dich ja nicht nackt machen, aber selbst wenn du dich... Nee, der klebt ja auch an allen Klamotten und boah. Den, ja, Lumi, wir hatten das Thema gerade. Nasser Sand ist schon ganz schön kacke. Nee, du, Lumi, wir hatten das Thema gerade. Den Eumelneiknietschen heißt das in Sächsisch. Bitte was? Den Eumelneiknietschen? Den Neiknietschen. Nein, knietschen. Wir Sachsen, wir sind zu faul zum Reden, deswegen kürzen wir viele Sachen ab. Moin, Destiny. So, jetzt kommen sie langsam aus ihren Löchern gekrochen. Übrigens, Felix, habe ich vorgeschlagen, dass wir ja heute nach dem Stadio vielleicht nochmal ein, zwei Runden Autochess spielen könnten. Ja, wenn Lumi da das, ist. Wir müssen jetzt aber 3 Tage Autochess Stadio spielen. 3 Tage? Ja, ich krieg doch jetzt Dings, meine Heirat, Hochzeit. Ist ja auch noch lange nie. Wir schaffen die 3 Tage vor 22 Uhr noch. Das passt schon. Na gut, Ben. Und wir könnten theoretisch bis 22.30 Uhr spielen, weil ihr erst 20 Uhr angefangen habt. Wir können ja danach Dota Auto-Chat. Aber wenn wir Auto-Chat spielen, du wolltest ja mit Mates machen. Aber nicht alle im Discord, oder? Wir müssen nicht unbedingt alle im Discord sein, aber zumindest mit Leuten, die irgendwie im Chat oder so reagieren. Und hast du. Hast du eigentlich, Lumi, kann ich mal ganz kurz eingrätschen? Ja. Hast du eigentlich vor uns Dota gestreamt? Nee. Gut, weil dann hat er jetzt allen gesagt, dass du gerade Dota 2 streamst. Das kam nämlich bei mir als Notification. Die Notification, die du einstellst bei Twitch. Die Aufplopp-Dingens. Lumida ist da. Ne, da steht Lumi streamt Dota 2, Tarita Rati, Lumida ist da. Ach. Ich spiele ja irgendwann auch wieder Dota, von daher, bis alle auf den Internet kommen, ist es schon. Also. Zum Anlocken reicht. Zum Anlocken reicht. Nee, es ist ja nicht gelogen. Ich werde ja noch Dota spielen, wahrscheinlich im Laufe des Abends, weil ich ja dann doch nicht feiern. Ich glaube, ich gehe heute nicht feiern. Ich bin einfach nicht so. Ich habe letztens auch übers Bock feiern gehabt, hab das meiner Freundin gesagt, dass ich feiern gehe. Die so, mach doch. Und dann am Abend so, nö, ich hab doch keinen Bock. Na, die kennt dich halt. Du hast gar keine Sorgen zu machen. Du hast doch zu mir gesagt, wir müssen mal wieder feiern gehen. Und seitdem hast du dich nicht mehr gemeldet. Echt? Ja. So ist das mit alten Menschen. Ach scheiße, ich gehöre selbst dazu, weil ich heute nicht gehe. Ja, in dem Moment, wo du nicht gehst, bist du genauso alt, Lumi.
Letztens haben welche bei Jodel reingeschrieben, so dass Haufen Kinder ins Kraftwerk Mitte gehen, Benny. Habe ich dann bloß so geschrieben, tja, ihr habt die besten Diskotheken verpasst. Wieso verpasst? Meinst du? Wir hatten damals das Sachs, das Triebwerk. Im Triebwerk war ich nie. Das Sachs kenne ich nicht mehr vom Namen her. Spinnerei war immer scheiß Musik, beziehungsweise viel zu laut. Also. Washroom, ja, okay, da war die Musik zumindest halbwegs eingestellt, aber da mochte ich doch nicht hingehen. Oh, also, was ist denn? Mein Schwert. Oh, bin fast tot. Die einzige Diskothek, die ich wirklich mochte, war das Downtown und das immer noch. Das gibt's immer noch. Ich gehe tatsächlich in Zockstimmung heute. Ja, und hab gestern halt mein Maul zu weit aufgerissen und bin heute bis nach Halberstadt gefahren. Das ist unterhalb von Wernigerode. Also mit 180 km/h 2 Stunden. Das war schon, ganz schön ordentlich. Du bist doch ein bisschen selten dämlich, wenn dein Maul so weit aufreißt, wenn so. Den Rechner mit zum Feiern, alles klar. Next Level Addiction. So sieht's aus. Nee, du musst das per Nvidia Streaming aufs Handy machen. Ja. Mach einen Fire Stream auf dem Handy. Und dann kannst du vom Handy. Wenn ich PC ausgehe, ja. Nein, du kannst per Nvidia Shield oder. Also gibt ein Nvidia Streaming, dass du auf dein Android-Gerät streamen kannst und dein Rechner es zu Hause berechnet. Und dann kannst du quasi die ganzen normalen Games, die du auf dem Rechner hast, per Handy spielen. Das meine ich. Ein Dota-Event aus dem Club, ja. Nee. Hast halt nur kein Mikrofon oder so, was irgendwie Rückdingens gibt. Und du kannst, glaube ich, auch keinen normalen Desktop streamen, sondern halt wirklich nur die Spiele. Wer hat denn jetzt da unten das Holz abgehaut und hat nicht gesagt, Bescheid gesagt? Abgehaut? Ich hab Bescheid gesagt, ich bring's aber auch noch rein. Du hast mich gefragt. Ich hab mich extra auf den Weg gemacht und schon alles erledigt. Du hast nicht gefragt. Wir würden einmal was Gutes tun, dann wird auch noch geblamed hier. Entschuldigung, danke schön, dass du es gemacht hast. Ja, sei lieb zu mir. Ja, lieb zu dir. Naja. Du hast mir heute komische Fragen gestellt. Ich hab mich gefragt, für wie viel Geld du mit einem Kerl schlafen würdest. Das finde ich gar nicht so komisch. Nein, nicht nur mit einem Kerl schlafen würde, sondern für wie viel Geld ich mich von einem Kerl bumsen lassen würde. Ja, das ist ja für mit einem Kerl Geld schlafen. Nee, schlafen kann doch andersrum sein, ja. Für kein Geld der Welt, no homo. Nein. Also das mit dem anbumsen lassen, da wollte ich dir ja entgegenkommen, dass du ja selber nicht aktiv sein musst. Na, aber ich glaube, es ist weniger schlimm für einen heterosexuellen Mann in den Popo zu bumsen, als gebumst zu werden. Ich habe keine Ahnung. Wäre zumindest meine Einschätzung. Dann spreche ich nur für mich. Dann denke ich, es ist für mich weniger schlimm. Na, das ist eine Aussage, mit der ich leben kann. Eine Katze ist echt so ein ausgefuchstes. Ja. Eine Katze, und die sind tatsächlich relativ intelligent. Ja, ne, ich habe die Leckerlis hier oben auf mein Deckchen, warum ist das Pferd da oben, auf mein Deckchen gelegt gehabt. Weil Lumi immer zu faul ist zu laufen. Wir haben viel schlimmere Themen, wir sind mittlerweile mit allen schlimmen Themen durch, jetzt müssen wir schon die unschlimmen anpacken. Und meine Katze, die schlägt mir gerade die ganze Zeit vor dem Bildschirm hier rum, das ist echt dezent nervig, Kira, hier ist kein Leckerli mehr. Es ist so schlimm, dass seine Katze Kira heißt. Eine sehr gute Freundin von mir heißt Kira. Ich bin halt immer sehr verwirrt. Es ist so 1 Uhr. Wer noch nicht ins Bett ist, sollte. Ich bin noch nicht ins Bett, ich muss nur Sachen verkaufen. Dann verkauf noch. Wir haben ja Zeit. Wir können auch den ganzen Tag hier hocken und warten drauf, dass du ins Bett gehst. Das ist nicht mein Problem. Ich habe auch schon mal irgendwie bestimmt 10 Minuten gefühlt rumgesessen und gewartet, dass ihr ins Bett geht. Also. Oder dass ihr überhaupt erscheint. Ich ja nur 15 Minuten. 1.30 Uhr, Benny? Interesting, Vogelin, du müsstest doch mitgekriegt haben, du warst doch von Anfang an da. Jetzt du hast doch die ganze Unterhaltung gehört. Jetzt müsstest du richtig. Kampfstufe 6 habe ich bekommen. Neues Herstellungsrezept, Schleim-Eierpresse. Neues Herstellungsrezept, Knoblauchöl. 60.000 läuft. Ich habe gerade mal die ganzen Truhen da ein bisschen geleert. Mhm. Alles mit Sternen. Mhm. Oh Gott,